Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Die Frau hat auch einen Schirm gehabt. So, willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge. Wir kreieren Maßgedränge. Das ist der Hannes. Moin. Das ist der Ramses. Und das abgebrochene Stück an der Seite hier, das ist das Muttertier. Die ist gar nicht da. Die dürft ihr nicht beachten. Die will nicht gesehen werden. Die will unerkannt bleiben. So. Wir sitzen schon wieder an unserem verschmierten Tisch, der total nass ist. Die Bank war nass. Es regnet immer zu den ganzen Tag. Aber wir wollen heute ganz viele Maßgedränge testen. Dazu erstmal Grüße gehen raus an den Eiskorb Jens. Denn der hat uns wieder mal Maßkrüge geschickt. Hey! Und durch diese Maßkrüge ist es uns überhaupt erst möglich, Maßgetränke zu kreieren. Wie üblich machen wir natürlich eine 3-Komponenten-Maß als Grundlage, also eine Flasche Bier. Dann ist ja das Glas halb voll. Dann kommt normalerweise was nicht-alkoholisches als Namensgeber und dann noch ein Topping in Form eines Taschenrutschers oder so ähnlich. Manchmal variiert das auch, da habt ihr statt 3 Komponenten 4 oder 5 oder ihr habt einfach nur 2 Komponenten, weil ihr die dritte vergesst und so getrunken habt, ne, am Vorabend. Aber wir wollen heute wieder eine klassische 3-Komponenten-Maß machen und passend zu dem dunklen Wetter und dass das halt alles so komisch aussieht, wollen wir heute die Lackmaß machen. Und was in der Lackmaß drin ist, erstmal brauchen wir Bier. Bier haben wir diesmal passend, weil Lack soll schwarzer Lack sein, warum auch immer, haben wir einen Porter. Kennt ihr Porter? Lausitzer Porter Schwarzes. Du magst kein Schwarzbier, sagst du immer? Na, mag ich nicht. Hannes, das hat nur 4,2. Das verträgst du schon. Das egal, ist sehr runter gut. Damit. Das machen wir jetzt mal auf. Das ist auch immer noch vom Geburtstag übrig geblieben, denn ich hatte mir ja einen Kasten Lausitzer Porter rausgesucht, was immer auch ein bisschen süß ist, ein bisschen malzig schmeckt. Aber hier jetzt erstmal eine schwarze Grundierung ins Glas geben soll. Kennst du Porter, Mama? Oh, Tier? Ja, hab ich das doch schon gehört. Naja. Willst du mal einen Schluck probieren aus der Flasche oder aus dem Glas? Du auf das Video in die Länge zu strecken, du musst spontan sein. Probier mal kurz einen ganz kleinen Nibber. Wir müssen das Muttertier immer animieren, dass sie auch mal, damit sie noch was hat im Leben. Klingt total böse, aber die kann ja ihre Meinung immer sagen. Doch, das schmeckt gut. Schmeckt gut? Sowas schmeckt mir sowas Süßes. Sowas schmeckt mir sowas Süßes. Das ist die Lackmaß, das ist die Grundierung. So ein schwarzes Lausitzer Border sieht schon aus wie Lack. Lakritz? Was? Okay. Als zweites. Wir wollten eigentlich eine Lakritz-Maß machen. Aber wer jetzt denkt, da ist dann Lakritz-Schnecken drin? Quatsch. Warum das so ist, seht ihr beim Topping. Und dann haben wir einen. Wir wollten ein Getränk nehmen, was irgendwie nach Lakritz schmeckt. Haben aber keins gefunden. Es gibt nur alkoholische Lakritz-Sachen, es gibt aber keine nicht-alkoholischen. Beim Einkaufen haben wir dann diese Dr. Pepper-Dosen gefunden. In der Creepy Classic Halloween Edition. Dachten, das ist ganz cool. Wir drehen das nämlich alles hier im Oktober. Da ist jetzt hier so ein Gebiss drauf. Da steht Dr. Pepper. Dr. Pepper ist ja eigentlich Cola, was so ein bisschen auch Pfeffergeschmack haben soll, sagen ja die Leute. Ist auf jeden Fall besonders und eignet sich gut, eine Lackmaß, Lakritzmaß zu kreieren. Wo eh schon Schwarzbier drin ist und dann schwarze Cola reinkommt. Oh, ist was Gutes. Die auch noch besonders schmeckt. Kann man kurz so einen Schluck probieren. Ist was Gutes. Kennst du das? Jetzt mal probieren. Dr. Pepper ist was gut. Schnell, ja, nein, entscheiden Sie sich jetzt. Willst du mal riechen? Oh, was riecht denn das? Das so. Riecht aber nicht wie Cola. Jetzt ja, füllen wir das hier ein. Boah, das riecht ja. Pfeffergeschmack. Mit schöner Würzmischung, die Lackmaß. Ne, die ist halt jetzt noch schwarzer als schwarz. Das ist aber jetzt kein Cola-Bier, weil das ist ja Lausitzer Border mit Dr. Pepper. Nachdem wir jetzt also Bier haben mit 2. Komponente Nicht-Alkohol. Bei mir passt nichts mehr rein. Ist die so spontan entstanden. Wir wollten für eine andere Maß, nämlich an der Kasse ein Schnäpschen suchen und haben plötzlich diese kleinen Fläschchen gesehen. Die sind nicht nur klein, die haben nicht nur einen blauen Deckel, da steht auch drauf Dirty Harry Lakritzlikör.
Dann dachte ich, wow, Lakritzlikör habe ich so noch nie gesehen, noch nie probiert. Hannes, komm, wir machen eine Lakritzmaß. Haben dann kein Lakritzgetränk gefunden. Und jetzt spontan, als wir oben Bier aus den Kästen nehmen wollten, haben wir gedacht, warte, wir nehmen das Schwarze, das passt ja perfekt. Das ist also alles so extrem spontan. Nur wegen diesem Taschenrutscher hat man gesagt, wir machen die Lakritzmaß. Wegen Dirty Harry. Mit Clint Eastwood. Dann hätte man es ja die Harry-Maß nennen können. Ha, da weiß wieder keiner, was es ist. Nee, das ist die Lackmaß aka Harry-Maß. Und schon, die haben wir meistens beide. Den machen wir mal auf. Den kenne ich nicht. Da bleibt ja nichts mehr übrig. Doch, ich mach doch nicht. Ich mach doch nicht hier. Riecht eigentlich wie ein Gebirgskräuter. Ich und Lakritze, ja. Darf ich mal von deinem kurzen kleinen bitte, Hüber nehmen? Ja, bitte doch. Dieses Weiche, dieses Jahr. Wow! Ich mag Lakritz, schwedisches Lakritz, schwedische Bastarde. Es hat so einen tollen Lakritzgeschmack am Anfang. Und dann kommt ein kleines Brenn hinterher, aber irgendwie auch eine Süße. Ich glaube, eine ganze Flasche davon wäre richtig abartig, aber so einen kleinen Taschenrutscher als ein Ding. Wir trinken ja auch ab und zu mal so Dosmas Zimtlikör. Aber Lakritzlikör habe ich noch nie gesehen. Der kommt jetzt auch hier oben drauf. Das ist das dritte Topping. Man kann doch an diesem Getränk eigentlich nichts schief gehen und nichts eklig sein. Das müsste eigentlich das beste Getränk sein auf der ganzen Welt. Ever. Mama, willst du das mal zuerst Getränk probieren, ever, wenn du schon hier sitzt? Das muss ich mal hier kurz drücken. Ja, guck mal, beim Hannes durch den Schaum, wenn der das jetzt da oben drauf gemacht hat. Das ist Dirty Harry. Ja, beim Hannes sieht es aus wie ein Cola-Bier einfach. Hier ist es ein Dirty Harry, damit ihr das Fläschchen mal seht. Habe ich im Rewe an der Kasse gefunden. War sogar Sonderpreis, 49 Cent. 21,5. Daher haben wir spontan gesagt, wir können ja mal die Lackmaß machen. Nehmen wir einen Schluck, bitte sehr, der Herr. Vielleicht merkst du jetzt den Dr. Pepper raus. Und schmeckt's? Oh, schmeckt gar nicht mal so schlecht. Aber auch nicht so gut, oder wie? Das ist nämlich immer so ein zweischneidiges. So. Naja, ich muss sagen, also ein ganzes Glas kann ich nicht trinken, ne? Aber wie gesagt, so ein Schluck. Aber wir natürlich. Wir helfen da auch nicht nach mit der Hecke hinter uns, sondern wir trinken das immer komplett aus. Vorhin die Bohnenmaß hättest du mal probieren müssen, die Brandmaß. Das hat nämlich schön nach Weinbrand geschmeckt. Und am Ende konntest du Bohnen essen, Weinbrandbohnen. Ja. So, Hannes, wir brauchen wieder ein Thumbnail. Also das irgendwie reinhalten, genau, und dann haben wir ein Standbild und dann nochmal schön Prost. Ja, Prost. Probieren Sie mal, gucken Sie mal, wie es schmeckt. Ja, da zieht es mir alles zusammen. Merkst du, das Lakritze. Ich merke gar nichts mehr. Ich merke weder das Potter, noch merke ich das. Den Dirty Harry, noch merke ich das Dr. Pepper. Für mich schmeckt das einfach jetzt wie ein Karamalz. Oder so ein Doppelkaramell von Sternburg. Ich werde jetzt den, als wäre das ein normales Malzbier. Alkoholfrei, was man so trinken kann. Das ist das Heimtückische. Ja, es hat einen Hauch davon. Denn das hat 4,2%. Und der Dirty Harry hat 21,5%. Und ihr stellt das jemanden hin und sagt, hier hast du ein Fiedermalz. Und er, ein Fiedermalz. Und dann fällt er um und sagt, oh, das war aber ein starkes Fiedermalz. Also ich finde nicht, dass du da den Alkohol rausschmeckst. Ich merke die Lakritze extrem raus. Die Lakritze merkt man ja. Das ist, ja, ich bin kein Lakritze-Fan. Das ist, aber so gut, wenn du das nicht magst, wirst du das deutlich erkennen. Für mich geht das irgendwie unter in dem Ganzen. Deswegen. Ja, ich merke das schon raus. Also aber das wäre eine Maß, jetzt bei schönem Wetter da sitzen, die in Ruhe genießen, lustige Gespräche führen. Also Topfarbe. Er nimmt die und ich nehme die. Das ist die Blackmaß von Hannes. Die ja, im Sommer, als Hochsommer war, haben wir alle Zutaten vorher ins Gefrierfach, sind dann schnell raus und haben das getrunken. Aber jetzt ist ja Herbst, man sieht es an den Regentropfen. Ich nehme dann eher die Schneemaß. Schneemaß, das ist dann wieder Winter Edition, die wir im Sommer gedreht haben. Ja, genau. Ich finde es gut, muss ich sagen. Ich glaube, das ist eine der besten Maß, die ich bis jetzt so habe. Weil die irgendwie schmeckt, als könntest du die normal trinken und als würde das normal so zu kaufen geben. Nicht irgendwie wilde Experimente, sondern alles kombiniert sich, fusioniert, harmoniert und mit diesem super Dirty Harry drin. Deswegen von mir Daumen hoch für die Lackmaß oder Lakritzmaß oder Harrymaß. Dirty Maß. Nee, das war ja mit Dirty. Haben wir nicht eine mit Dirty gemacht mal? Mit Tee?
Nee. Dirty Mars. Nee, noch nicht. Die wollten wir noch machen, oder? Oder haben wir die gemacht? Wir haben sie wahrscheinlich gemacht und es liegt ungeschnitten als Dateien auf dem Rechner irgendwo rum und keiner weiß es mehr. Wahrscheinlich. Das ist viel zu schade, um es wegzuschütten. Ich glaube, das muss man jetzt trinken. Und noch ein bisschen Wrestling gucken. Dankeschön fürs Vorbeischauen. Wenn ihr noch Mars-Kreationen kennt oder Vorschläge habt, schreibt es in die Kommentare. Aber kommt nicht an mit, wie wär's denn mal mit einer... Mit einem Radler. Mit einer Bananen-Mars. So Bananen und Bier. Da denke ich mir, was ist die dritte Komponente? Und das ist doch eigentlich dann wie ein Bananenweizen. Also es muss schon was Außergewöhnliches sein, wo du beim Namen nicht gleich drauf kommst. Die Blumenmaß zum Beispiel. Mit Hagebutten. Ja, aber dann ist ja offensichtlich, darfst du nicht machen. Also die müsste man dann die Hagemaß nennen. Die Hagemaß, ja. Hagebutten. Hagemaß, Hagebau, die Baumaß, genau, weil da Hagebutten drin sind und das ist die Überleitung ist vom Hagebaumarkt, weil der Hagebutten ist die Baumaß mit Zement. So, ansonsten war es jetzt von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir haben immer noch zwei, die wir testen müssen. Eine müssen wir wiederholen, eine müssen wir noch neu machen. Eine wird richtig scharf, da bin ich gespannt. Oh, aber jetzt erstmal die genießen. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes. Fürzt euch. Und fürzt euch. Ach, Hannes.